Der Lenker eines Kleintransporters ist am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Weidmannsweiler und Paach mit seinem Fahrzeug verunglückt. Der 25-Jährige befuhr gegen 12.50 Uhr die K1210 in Richtung Kreisgrenze. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit seinem Wagen zu weit nach rechts in den dortigen Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Hyundai. Der Transporter kam anschließend nach links von der Straße ab und prallte mit der linken Vorderseite frontal gegen einen Baum. Wir sind alarmiert worden um 12.52 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Verbindungsstraße zwischen Weinstadt und Hohengären. Es gab keine großen Schwierigkeiten. Die Person, wie gesagt, war gut ansprechbar, hat gut mitgemacht bei den Rettungsarbeiten. Wir haben dann mit hydraulischen Rettungsgeräten die Türe weggemacht, haben dann im Prinzip den Vorbau des Fahrzeugs vorgedrückt, um die Beine frei zu bekommen, und die Person konnte dann selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Die Feuerwehr Weinstadt war mit 6 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der junge Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Bergung des verunglückten Fahrzeugs gestaltete sich schwierig, sodass die Verbindungsstraße über einen längeren Zeitraum voll gesperrt werden musste. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.